Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu der Lone Wolf Project. Keine Zeit verlieren, wir sind im Umzug. Tja, wir haben das letzte Mal einen Bunker gefunden und jetzt sind wir gerade auf dem Nachhauseweg, um unser gesammeltes Hab und Gut zu holen, in den Bunker zu verfrachten. Und des Nächtens werden wir es uns da unten dann richtig gemütlich machen. Da richten wir uns ein und am nächsten Tag werden wir dann die Wände verstärken, werden Verteidigungsstellungen bauen, werden uns Munition machen und lauter solche tollen Sachen. Freue ich mich ja schon so ein bisschen drauf, das Ding heimelig zu machen. So, wie gesagt, ich hoffe, es ist mit einmal bzw. mit maximal zweimal hin und herfahren getan, weil dann schaffen wir das nämlich noch an dem heutigen Tage. Das ist nämlich doch schon ein ganzes Stück, was wir hier durch die Gegend eiern müssen. Nee, ich fahre nicht querfeldein. Am Schluss stehen wir irgendwo an dem See und ja, kommen nicht mehr weiter. Lilaner Motor wäre etwas, weil dann sind wir um einiges schneller. Das ist der Rucksack, für den wir angehalten haben, wo es die abgesägte Schrotflinte gab. Was ist denn am wichtigsten? Essen und Trinken. Das ist mal sehr wichtig. Unsere Baumaterialien sind auch extrem wichtig. Oh Mist. Da können wir jetzt alles wieder aus dem Ofen rausziehen, was wir da mühevoll eingelagert haben. Oh Mann. Das ist natürlich ärgerlich. Aber egal. Oh, warte mal. Ah, ne. Ich dachte, da ging es vielleicht runter in die Höhle. Aber dem war nicht so. Ja, ich sag mal, das ist immenses Glück, dass wir den Bunker gefunden haben, weil unsere Hütte, ich glaube, einem massiven Angriff hätte das Ding nicht standgehalten. Niemals. So, wenn wir jetzt dann in die Bude kommen, das müsste jetzt da vorne irgendwie sein, ne? Nicht Bude, in das Dorf. Dann müssen wir links abbiegen. Gott, ist das ein ewig weiter Weg. Ja, wie gesagt, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt unser Moped nicht und hätten laufen müssen. Wäre, glaube ich, relativ langweilig geworden. So, da kommt auch schon das Dörfchen. Hier können wir, glaube ich, querfeldein fahren. In Klammern hoffe ich das. Was passiert eigentlich, wenn das Moped hier ins Wasser fällt? Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet. Gott, wir haben... Was? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Wie viel? Ach, da komme ich jetzt gerade nicht rein. Ja, zu Hause können wir ja was essen und was trinken. Das ist kein Thema. Haben wir ja genug. So, Home Sweet Home. Ich komme vorbei. Ist doch... In Offroad ist es doch ganz schön. Oh, da ist Wasser. Ganz schön gängig, das Ding hier, ne? Ich meine, jetzt, da wir schneller zu Fuß, beziehungsweise schneller unterwegs sind als zu Fuß, könnten wir es wagen, auch nachts zu fahren. Da muss nur alles perfekt sein. Wir dürfen unterwegs nicht anhalten zum Tanken oder sonst was, sondern müssen da wirklich Vollgas durch die Gegend kacheln. Wow, 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 bremsen. So, wie sieht denn das aus? Hunger, Durst oder so? Naja, geht so. So. Ja, Klamotten kann man erstmal drin lassen. Das hier nehmen wir. Oh, die ganzen... Waffenteile. Oh Gott. Das,
da müssen wir einige Male hin und her fahren. Als erstes das ganze Futter mal schnell ins Moped gepackt. So. Auf jeden Fall das, was riecht. So. Oh weh, oh weh. Aha. Huch, nicht in die Spitzen laufen. Ganz schlecht. So, dann hier packen wir uns mal die Kohle hier. Du kommst raus. So, wir brauchen jetzt dann... Wir brauchen jetzt dann den Clay. Press. Iron. Lead. Und machen wir das dann noch. Okay, boah, ist das laut. So, hiervon sollten wir auch schon mal alles mitnehmen. Und dann sind wir voll und dann machen wir uns schon wieder auf den Rückweg. So, wir haben 16 Uhr. Ich glaube, wir schaffen das noch zweimal. Also jetzt hinfahren, ausladen, zurückfahren, einladen und wieder zurückfahren. Sollten wir in der Theorie schaffen. So, hier müsste doch gleich irgendwo die Straße kommen. Da ist er. Mann, das sieht so dämlich aus. Na also. Ja, jetzt natürlich dann die Frage, ne? Was werden wir tun als nächstes, wenn dann unser Bunker mal eingerichtet ist? Ich würde sagen, wir werden erstmal das Dörfchen schick machen, ne? Das wäre mal so ziemlich das Erste. Von sämtlichen Zombonauten befreien und die Häuser looten. Und dann mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar, eine kleine, zivilisierte Gegend aufzubauen, die auch mal den einen oder anderen Flüchtling damit aufnehmen kann. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Hier rechts abbiegen. Da ist die Frage, stellen wir Schilder auf? Machen wir auf uns aufmerksam? Weil es gibt immer zweierlei Arten Menschen, die man anlocken kann. Die, die Hilfe brauchen und die, die einfach nur ihr Glück in die eigene Hand nehmen, ne? Was wärt ihr? Seid ihr die plündernden Leute, die ihr Glück in die eigene Hand nehmen und jeden aus dem Weg räumen, der eine potenzielle Gefahr darstellen könnte? Oder seid ihr diejenigen, die möglichst viele Leute um sich scharen, um eine große Gemeinschaft zu haben, um sich auch gegen Plündernde zur Wehr zu setzen? Es hat alles, es hat beides, seine Vor- und seine Nachteile. Ich bin eher so der Mensch, ich würde mir eine kleine Gruppe auserwählter Leute um mich scharen, die auf ihrem Fachgebiet ganz gut sind und dann eine Grundstruktur aufbauen. Und wenn das alles steht, dann anfangen nach und nach einzelne Leute zu holen. Nicht gleich irgendwie Gruppen von 10 Mann oder was, ja? Weil wenn die nämlich böse drauf sind, dann hast du verloren, wenn du die mal reingelassen hast. Einzelne Leute, das würde funktionieren. Oder maximal eine Dreiergruppe. Alles, was drüber ist, ist eine potenzielle Gefahr. Weil mit 10 Leuten, wenn die abgesprochen sind, kannst du auch mal so ein 30-Leute-Dorf einfach mal für dich beanspruchen, wenn du es drauf hast. Du schaust dir das Ganze 4, 5, 10 Wochen lang, schaust du dir das an
guckst dir die Gewohnheiten an, schaust, wie die Leute ticken, dann kennst du die Schwachstellen und dann nimmst du das Dorf ein. Nicht, dass ich da schon mal drüber nachgedacht hätte. Ne? Und du musst überlegen, wenn du jetzt losmachst, was nimmst du mit? Was sind die ersten Sachen, die du auf deiner Loot-Tour, sag ich mal, mitnimmst? Geld wird nicht mehr viel wert sein. Andere Sachen sind da viel mehr wert. Sprit. Alkohol. Zigaretten. Klamotten. Auch wenn es doof klingt, irgendwelche Saat zum Anpflanzen. Das wird alles viel mehr wert sein als irgendwelche Edelsteine, Kohle oder sonst was. Waffen, Munition. Unersetzbar. Weil wer kann heutzutage noch Munition pressen, ha? Gibt wenige. Das richtige Verhältnis von Schwarzpulver zu allem anderen Zeug, was da drin steckt. Nicht mal ich weiß das genau. Könnte man sich ja mal ein bisschen schlau machen, ne? Immer vorbereitet sein für den Fall der Fälle. Ich sag's ja immer wieder. Alter, wir haben jetzt fast einen halben Tank verbrezelt, ne? Wahnsinn. Ist die Frage, ein lilaner Motor, also ein richtig guter, schluckt der auch weniger? Ist jetzt natürlich mega spannend, dass wir jetzt hier hin und her dödeln. Ist ja schon fast eine halbe Folge rum, für einmal hin und her fahren. Alter Schwede. Aber ich will jetzt auch nicht hier sämtliche Autos erstmal looten. Um gegebenenfalls vielleicht doch mal einen besseren Motor zu finden. Ich will jetzt erstmal hier Material rüber schaffen, weil am nächsten Tag haben wir echt jede Menge zu tun. Und wie gesagt, zur Not fahre ich auch in der Nacht. Jetzt haben wir Geschwindigkeit. Ein sehr guter Vorteil. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ne? Bücher. Weil ich sag mal, zur Not, wenn dir ein Buch überhaupt nichts bringt, kannst du es immer noch verbrennen. Kannst du immer noch Feuer mitmachen. So, jetzt einfach schnell alles hier irgendwo reingehalt. Sprit kommt mit. Reingeworfen. Ist mir gerade piepegal, was wo drin ist. So, da außen schleicht schon wieder jemand um meinen Bunker. Hallo Sie, das ist Privatgelände, ja? Wir sind hier in den USA. Aha. Und da darf ich mein Grundstück verteidigen. Mit allen Mitteln. Ja. Merken Sie mal, wie das ist. So, da schnell wieder in den Müll geworfen. Obwohl, Kofferraum. Halt, Sprit bleibt da. Obwohl, müssen eh gleich tanken. Kommt da einer? Nee. Nein, Sprit kommt mit. Wie oft denn noch? So. Ups, hier kommt auch mit. So, mal schnell was trinken. So. Gut, da können wir auftanken und weiter. Wieder zurück. Wie ist denn? Haben wir Hunger? Ja, geht so. Warte. Wenn wir schon mal hier sind, dann futtern wir noch schnell was, bevor ich unterwegs Hunger bekomme. Hier nicht. Hier auch nicht. Wo ist es denn? Hier ist es. Naja, eins geht noch. Alles ruhig, alles ruhig. Achso, tanken. So, 84%. Wenn wir wieder zurück sind, müssen wir schon wieder tanken.
So. vor 6. Ich denke mal gegen... Ja, ich denke mal gegen 7:30 könnten wir wieder da sein. Oh Gott. Das sieht ja komisch aus mit dem Licht. Das ist keine Kreischer-Jossi, nee. Da habe ich noch gar keine gesehen. Ach, jetzt ist hier kalt oder was? Oh nein, ich habe auch keine Klamotten dabei. So ein Mist, ey. Bevor ich erfriere, ziehe ich mir noch schnell was an. Obwohl, warte mal. Genügt das vielleicht schon? Ja, es genügt. Dann ziehen wir uns zu Hause noch was an, bevor es ganz dunkel ist. Ich kann so einfach nicht fahren, es tut mir leid. So. Na, die Sonne steht noch ein bisschen. Mann, hat uns schon wieder Zeit gekostet, das gibt's ja nicht. Ich denke mal, die wertvollste Ressource, wenn man wirklich mal in einer Welt wie dieser lebt, also jetzt hier in The Lone Wolf, ist Wissen. Ich glaube, nichts würde dich beim Überleben weiterbringen als ultimatives Wissen. Wie du Sachen anbaust, wie du irgendwelche Gartenkräuter zum Medizin verwendest, wie du Feuer machst, wie du Fallen baust, wie du weißt, wie du Tiere ausnimmst, wie du sie zubereitest, welche Tiere man essen kann, welche Pilze, welche Pflanzen man unbedenklich essen kann, wie man sich Wasser besorgt, wie man von mir aus auch ein Auto reparieren kann, wie man elektrische Sachen zusammenbauen kann, wie man das Wetter richtig einschätzt. Ackerbau. Lauter solche Sachen, ja. Auch ein bisschen Strukturwissen, ja. So von wegen, wenn man sich ein Gewächshaus bauen möchte, wie muss es beschaffen sein? Wie baut man es, dass es auch bei Wind nicht zusammenstürzt? Wie setze ich ein Fundament? Kann ich Zement einfach so herstellen? Ich meine, klar, mit Wasser, Zementpulver und so weiter, weil ich glaube kaum, dass Leute so 50 Kilo Zementsäcke klauen. Wofür auch? Wie baue ich mir einen Luftfilter? Also, um Luft reinzuhalten. Lauter solche Sachen, dieses immense Wissen, wenn man sich aneignet, ja? Klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird, aber wenn, dann ist es im Nachhinein zu spät, weil man merkt das heutzutage extrem, wenn Internet, Telefonie, Strom, wenn das alles nicht funktionieren würde, die Menschheit wäre am Arsch. Und zwar so richtig. Des Weiteren, wie lösche ich Feuer? Wie behandle ich Vergiftungen? Wie kann ich einen Knochenbruch behandeln? Was mache ich bei einer Fleischwunde? Wie vernähe ich das Ding? Lauter so ein Zeug. Wie kann ich natürliches Jod gewinnen? Wie mache ich Sachen wasserdicht? Zum Beispiel eines der ältesten Tricks. Streichhölzer bekommst du absolut wasserdicht. Dass selbst wenn sie direkt im Wasser waren, sie noch funktionieren. Einfach mit stinknormalem Kerzenwachs überziehen. Wenn du über die Reibfläche dann gehst, reibt sich das Wachs dann ab und der Zündkopf zündet und durch das Wachs gibt es natürlich gleich mal ein bisschen bessere Flamme. Man muss natürlich aufpassen, dass das Wachs vom Stiel dann nicht über die Flamme läuft und die erlischt. Die kann man ja dann zur Not mit ein bisschen mit einem Fingernagel oder wenn man keine Fingernägel hat, mit einem kleinen Steinchen oder was. Abschaben. Upsi. Dasselbe, man kann aus einem Blätterdach kann man ein wunderbar isolierendes und wasserdichtes Dach bauen.
Oder andere Sachen. Wie mache ich richtig ein Feuer? Also so, dass ich nicht gleich den kompletten Wald mit abfackel. Dass wenn ich an der Feuerstelle einschlafe, dass ich auch wirklich noch aufwache und nicht verbrenne. Wie baue ich mir behelfsmäßig Werkzeug? Das ist das nächste. Lauter solche Sachen, über die man sich Gedanken machen müsste. Oh, ich glaube, das wird aber schon eher 20 Uhr, bis wir zurückkommen, wenn ich so auf die Zeit gucke. Wir sind über eine Stunde fahren wir. Schon ein bisschen strange. Wir fahren da mindestens durch 4 Zeitzonen, wenn ich mir das genau überlege. Naja. Heilfroh können wir sein, dass wir dieses Moped haben. Aber man darf ja nicht nur von den Sachen ausgehen, die man zum Überleben braucht, sondern auch ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, wie baue ich mir einen Bogen? Wie baue ich mir gute Pfeile, mit denen ich auch jagen kann? Aus was für Material? Lauter so Zeug. Und ja, ihr habt recht, ich habe da schon über einiges nachgedacht und habe mich darüber sehr viel schlau gemacht. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie ich einen Kernreaktor behandle. Alter, Abzug hat das Ding ja schon ganz gut, ne? So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen werden, sind Klamotten. Ein paar wärmende. So, das hier anziehen und das hier anziehen. Oh, das Nachtsichtgerät nehme ich auf jeden Fall auch mit. So, das ist leer, leer, leer. Oh. Ja, die ganzen Waffenteile, das machen wir später. So, das ist leer. Die ganzen Medizinsachen nehmen wir mit. Die ist leer. Ist der fertig? So. Dann auf. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. So, mal schnell außen alles rein. Ups. Oh Gott. Aha. Entschuldigung. Wollte nur mal gucken, ob das Nachtsichtgerät funktioniert. So, öffnen. Halt, Pfeile kommen mit. Man weiß nie, was passiert. So. Dürfen wir dann... Ach nee, leere Gläser haben wir, glaube ich, noch, ne? So. Leer. Leer. Okay. Wie sieht's? Das Material. Okay, für Waffen und Munition müssten wir nochmal los. Ich lasse mal die Seeds hier und nehme mit... Was nehme ich mit? Pfeile. Waffenreparatur. Haben wir hier drin? Oh. Nee, komm, ich nehme mir mit die guten Pfeile. So. Am nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall nochmal hierher. Aber das Material, was wir jetzt dabei haben, das genügt zumindest schon mal, dass wir anfangen können, dass wir uns ein bisschen einrichten. Obwohl, warte mal. Sprit? Ja. Gehe ich nochmal ganz kurz rein und nehme mir noch ein bisschen was mit. Da haben wir alles. Was nehme ich mir mit? Was nehme ich mir mit? Was nehme ich mir mit? 10er, 762er. Was nehme ich mir jetzt noch mit? Oh, die Gläser. Einfach so. So. So, ach hey, das wird ganz schön knapp mit dem Bunker. Hä? Da. Halt, 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 halt. Ich wollte hier noch schnell in den Kofferraum, und zwar die Hard Metal Doors. Ach, hier sind sie. So, jetzt aber nichts. Wie los?
Wo ist denn hier Licht an? Das sieht echt gewöhnungsbedürftig aus mit dem Licht. Sorry. Hm? Habe ich da beide Lichter an? Nee. Alter, wie lustig das aussieht. Warte mal, funktioniert das? Ach, das ist tatsächlich, wenn es dunkler ist. Ob ich mit Nachtsichtgerät fahren kann, das wäre geil. Ja, wir werden wahrscheinlich die Nacht durcharbeiten müssen. Kisten bauen, aufstellen, wir müssen einen neuen Ofen bauen. Oh nein, ich habe das Leder nicht mitgenommen, oder? Oh nein. Na gut, dann richten wir uns erstmal ein bisschen grob ein. Oh, ich hoffe, 8 Uhr genügt, ey. Das sind noch 20 Minuten bis 8. So, abkürzen, wo es geht. Wir müssen echt so enorm schnell morgen loslegen mit Verteidigung und Mauern. Vor allem die Wände des Bunkers verstärken. Also nicht die unterirdischen, sondern die oberirdischen, wo man reinkommt. Weil so ein Bunker kann nämlich auch ganz schnell zur Falle werden. Was natürlich sehr unpraktisch ist. Was passiert eigentlich, wenn ich Vollgas durch so einen Zombie fahre? Oh. Funktioniert nicht. Okay. Versuch war es wert. Vielleicht so ein Krabbelzombie, wenn ich dem voll über den Kopf fahre, dass er dann kaputt ist. Wäre eine Überlegung wert. Schwein, weg da! Ich komme! Mann. Wir sind schneller wie ein rennendes Schwein und Schweine sind verdammt schnell. Haben wir ja gemerkt, als wir mal einen hinterher geflitzt sind. Von daher, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, auch des Nächtens unterwegs sein. WoW. Ich denke mal, 8:30 sind wir dann endlich mal da. Da müssen wir uns mal auf der Karte angucken, wo wir denn eigentlich in der Relation zu Hause sind. So viele Autos, wie hier rumstehen, da muss doch irgendeins dabei sein, das einen besseren Motor für uns hat. Irgendeiner wird schon kompatibel sein. Ich hätte gerne einen Boost-Knopf oder sowas. Nee, zweimal nach vorne geht nicht, zweimal Shift geht nicht, Shift geht nicht. Geht alles nicht. So, verpflegen tun wir dann, wenn wir angekommen sind. Dürfte ja nicht mehr allzu weit sein. Genau, einfach nur noch hier lang. Fahren wir einfach mal querfeld ein. Aber da vorne dürfte eigentlich von der Theorie her die Stadt schon kommen. Oder das Dörfchen. Da kommt es. Nee, das ist die Militärbasis. Ich wollte eigentlich in dieser Folge noch gerne ankommen. Boom, über eine Mine gefahren und kaputt. Aha.
Man soll es nicht beschreien. So, und solange hier kein Loch im Boden ist, wo ich reinfallen könnte, da ist Kohle, ist alles gut. Hau ab, Zombie. So, Freunde, ich sag schon mal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei The Lone Wolf Project, wenn wir hier richtig die Ärmel hochkrempeln und anfangen, aus dem Bunker was zu machen. Ich wünsche euch was. Bis dahin, bleibt am Leben.